komm. Jetzt ist die Zeit, wir bitten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Euch ganz, ganz herzlich willkommen heißen zur Schule der Heilung. Seid ihr voller Erwartung? Ja. Seid ihr voller Vorfreude? Ja. Ich auch. Ich möchte nur kurz sagen, wir werden heute Abend mit Piro haben. Morgen geht es um 8 Uhr schon weiter mit Frühgebet. Aber jetzt schlage ich vor, dass wir einmal aufstehen zusammen. Halleluja. Streck doch mal deine Hände. Jesus, wir wollen dich jetzt willkommen heißen, hier für dieses Wochenende. Wir wollen dich willkommen heißen mit deinen Engeln, mit deiner Gegenwart. Du sollst hier die Ehre haben an diesem Ort. Und wir wollen deinen Namen hier groß machen. Du bist würdig und du bist der König der Könige. Amen. Lass uns auch mal den Heiligen Geist willkommen heißen. Halleluja. Er soll unser Leben bestimmen. Wir kommen zu dir, wir kommen zu dir. Als erlöste Schar stehen wir vor dir. Mit erhobenem Haupt, dem Herz voller Dank. Wir preisen dich, Herr, wir loben deine Barmherzigkeit, denn du hast uns befreit, hast die Ketten gesprengt, die uns gefangen. Wir lieben dich, Herr, wir lieben dich, Herr, erheben deinen heiligen Namen, denn in dir ist die Macht, in dir ist die Kraft, die uns den Sieg gegeben hat. Wir beten dich an, in heiligem Schmuck stehen.
Du hast
Wir wollen dich rufen, Jesus. Rufst du den Herrn, alle Herren der Welt. Ehre und Dank dem, der alles erhält. Himmel und Erde erhebt ihn und singt, wenn sein Name erklingt. Wir preisen in
singen. Ich möchte aber dich fragen heute Abend, bist du auch gut? Weißt du, wie sieht dich Gott? Als ein gutes Kind oder als Solala? Als Solala? Wie sieht dich Gott? Wie sieht ein guter Papa sein Kind? Sag doch, mein Kind ist das Schrecklichste vom ganzen Dorf. Oder sag doch, das ist meine gute Tochter. Ich habe einen guten Sohn. Ein guter Papa sagt das. Ich möchte, dass du im Moment, heute Abend, dich gut siehst. Gott sagt, du bist gut durch Jesus Christus. Du bist kein schlechter Mensch. Hör auf damit. Du bist erlöst durch das Blut Jesus. Das Blut Jesus macht dich gut, macht dich rein. Empfang grad. Empfang, dass du gut bist. Dass die Salbung der Güte Gottes runterkommt über dich. Weißt du, wenn du für die Kranken betest und du zweifelst an dir selbst, dann wird es schwierig. Wenn du für die Kranken betest, dann gehst du als gutes Kind, als gute Person gehst du hin, weil Gott dich sieht als gute Person. Könnt ihr Amen sagen? Amen. Amen. Dankeschön. Ein bisschen runter machen gerade. So, herzlich willkommen. Wer ist denn heute gesegnet gewesen mit Stau? Wow, wow. Okay, wir beten heute Abend, dass ihr heute Nacht keine Albträume habt, dass ihr gut schlaft. Ich muss morgen auch weiterfahren. Da habe ich gerade mal ADAC gehört, wie die Straße aussehen. Und ich brauche echt Engel vorne, hinten, oben. Ich habe den Glaube, dass ich einen Tag einen Helikopter bekomme. Und dass ich die Staufen oben sehe und winke so, hallo. Wisst ihr, wie das Thema heißt heute Abend? Es war provokativ ein bisschen. Steht auf dem Sendmail drauf, habt es wahrscheinlich nicht gesehen. Das Thema heißt heute Abend, wer darf Kranken heilen? Aber ich bin jemand, ich weiß nicht warum, vielleicht meine Natur, Verletzungen sind, ich weiß es nicht, ich gehe gern gegen den Strom. Ich bin noch nie kein Mitläufer gewesen. Beim Militär habe ich auch mehr als 100 Tage Gefängnis bekommen. Warum soll ich mich hinlegen, wenn der Feldwebel sagt, ich soll mich hinlegen? So keine Gefahr und andere Sachen so. Aber ich möchte heute Abend so ein bisschen gegen den Strom gehen. Ist es okay? Wenn ich euch heute Abend fragen würde, was ist denn das Wichtigste in eurem und unserem Dienst, würdet ihr alle sagen, Heilung, Befreiung, Anbetung, Gebet. Eine Frage, was war denn Jesus am wichtigsten? Kann er es? Klingt nach Religiosität zur Zeit. Was der größte Wunsch von Jesus war? Der Vater zu zeigen. Gott ist gekommen, weil er die Menschen wieder an sich ziehen wollte. Und dann ist Jesus gekommen und das Hauptding in seinem Leben war, der Vater zu zeigen. Sein ganze Predigt mit dem Pharisäer, mit allem ist immer, er wollte den Vater zeigen, er wollte die Braut zum Vater bringen. Sein erstes Ziel ist nicht gekommen, um die Menschen zu heilen, um zu befreien, sondern er ist zuerst gekommen, ihn den Vater zu zeigen.
Stimmt das? Und das haben wir manchmal vergessen. Und ich glaube, dass das ist auch eine Aufgabe von der Gemeinde Jesus, auch von Männern, Frauen Gottes, ist, den Vater zu zeigen. Weil Jesus möchte immer den Vater zeigen. Er hat nichts gemacht aus sich selbst, sondern er war da, um diesen Vater zu zeigen. Ich lese euch gerade eine so Diskussion mit den Pharisäern. Und da sagt er zu den Pharisäern: Ich bin es, der von mir selbst zeugt. Und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von mir. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist dein Vater? Und Jesus antwortete: Ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Und vielleicht könnt ihr das letzte Mal für immer, für ewig Telefon ausmachen. Ausmachen. Jesus ist gekommen und sein Anliegen war immer, den Vater zu zeigen, ihn zum Vater zu bringen. Und ich habe den Eindruck, ich möchte niemanden verletzen heute Abend, aber bei vielen Christen, auch ganz bei charismatischen Christen, ist der Heilige Geist, Zungenrede ganz wichtig und Jesus, Jesus und Jesus. Es ist nicht falsch, aber wo ist der Vater? Der Heilige Geist kommt, Jesus zieht sich zurück, der Heilige Geist kommt, um uns den Vater zu offenbaren. Und ich glaube, die meisten Christen, die da sind, haben in ihrem Leben eine Offenbarung von Jesus Christus bekommen. Stimmt das? Ein Tag in deinem Leben hast du die Offenbarung bekommen, Jesus ist für mich gestorben. Er hat meine Sünde vergeben. Er vergibt mir, hat mich erlöst. Und diese Offenbarung war so stark, dass du wiedergeboren worden bist. Und jeder, wie da ist, ich glaube es einmal, ist wiedergeboren, weil er Offenbarung von Jesus bekommen hat durch den Heiligen Geist. Aber eine Frage: Haben wir eine Offenbarung bekommen vom Vater? Das war nie so schnell, ja. Weißt du, Offenbarung ist nicht Wissen. Offenbarung ist nicht Bibelverse kennen. Eine Offenbarung ist etwas, in dem dir entsteht. Eine Begegnung mit dem Vater. Und ich merke, dass viele Christen diese Offenbarung vom Vater noch nie bekommen haben. Sie glauben an Gott, sie glauben an den Vater, sie singen auch Lieder, aber das ganze Leben dreht sich um, möchte ich sagen ganz ehrlich, dreht sich meistens um Jesus und den Heiligen Geist und die Gabe und diese Sachen. Und auch die Liebe Gott. Aber wenn schon einer mir sagt, die Liebe Gott, dann habe ich eine Zweifel, ob er eine Beziehung mit dem Vater hat. Wenn Leute sagen, ja, oh Gott, oder liebe Gott hat das gemacht, dann habe ich so ein bisschen meine, also es ist mehr als der liebe Gott, es ist mein Vater im Himmel. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du bist ein geistliches Wesen. Und wenn du ein geistliches Wesen bist, hast du einen geistlichen Vater. Keine geistliche Mutter, aber ein geistliches Wesen hat einen geistlichen Vater und das ist Gott. Wenn du vergisst, dass du ein geistliches Wesen bist und du bist nur ein Christ, errettet, aber in der Seele und im Verstand und alles Mögliche, dann fehlt doch etwas. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wieder eine Offenbarung bekommen, wer der Vater ist. Eine Offenbarung. Und weil der Vater, ob du Frau oder Mann bist, wird immer sehr stark dein Leben prägen. Manche von euch haben einen sehr guten Vater gehabt, das war auch mein Fall. Manche haben keinen so guten Vater gehabt, manche haben einen cholerischen Vater gehabt, manche haben einen Vater gehabt, der viel Druck gemacht hat und musste jetzt etwas leisten, manche haben einen religiösen Vater gehabt, manche haben einen Vater gehabt, der Alkoholiker war, manche sind sogar auch geschlagen worden oder sexuell missbraucht worden von ihrem Vater und das beeinflusst unser Leben. Stimmt das? Es kann niemand sagen, dass der Einfluss von meinem Papa weg ist. Aber ich glaube, unser Geist hat einen Vater und das ist Gott im Himmel. Das ist der Vater von unserem Geist. Und wenn wir Kranken heilen wollen, wenn wir Zeichen, Wunder wollen sehen, dann müssen wir auf die Ebene des Geistes kommen und nicht der Seele. Und da musst du diese Beziehung haben, der Gott ist der Vater deines Geistes. Und du bist ein geistliches Wesen, du bist kein Gefühlspaket, sondern du bist ein geistliches Wesen und dein Vater ist dieser Gott im Himmel. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist und ganz besonders für den Heilungsdienst. Wenn du unter dem Einfluss stehst von deinem menschlichen Vater und im Heilungsdienst geht etwas schief und das wird, bist du ganz schnell wieder am Boden. Wenn du unter dem Einfluss bist von einem Vater, wie es meistens in Deutschland ist,
Das war sehr leistungsbezogen. Viele werden das sagen, als du Kind warst und bist nach Hause gekommen, hast gute Note gehabt, dann war dein Papa stolz. Stimmt das? Kind durch eine gute Note. Wenn du eine schlechte Note, wenn du immer eins nach Hause gekommen bist, ist dein Papa nicht so stolz gewesen. Was bedeutet das? Da ist schon dieses Leistungsdenken in dir drin. Gott ist nicht wie dein Vater. Gott hat dich gerade so lieb, ob du 5 Kranke heilst oder keiner geheilt wird. Es gibt kein Leistungsdenken bei Gott. Es ist Liebe. Und das ist etwas, wie ganz, ganz schwierig manchmal zu verstehen ist. Ich möchte ein Stückchen von meinem Leben erzählen, weil ich auch viel, vor einigen Jahren mehr, als Seelsorger tätig war. Und ich merkte, dass viele Christen Verletzungen haben, weil sie keine Beziehung gehabt haben mit ihrem Vater. Wenn du kein richtiges Modell gehabt hast als Vater, wirst du selbst kein guter Vater sein. Das sagt doch schon jeder Psychologe. In Deutschland hat man eine Generation gehabt, die aufgewachsen ist ohne Vater, weil die Väter im Krieg gestorben sind. Die meisten gestorben. Und viele sind aufgezogen worden, nicht vom eigenen Vater, weil sie gar nicht im Krieg gestorben ist. Und dann hat die Mutter dieses übernommen. Und dann möchte ich sagen, sind sie selbst ganz besonders Männer, keine richtigen Väter geworden, weil sie kein Beispiel, Vorbild gehabt haben. Und jetzt bist du da und du sagst, ich habe keinen Vater gehabt oder ich habe einen schrecklichen Vater gehabt, der war Alkoholiker, der war cholerisch. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass das ein großer Mangel ist. Aber wenn du Gott als Vater findest, ich kann das sagen, diese Mangel werden sich auflösen. Wenn du Gott als Vater nicht findest, wirst du dein ganzes Leben Mangel haben und Dienst drin. Und ich glaube, das ist so etwas wichtig, wenn du Gott dienst und du hast ein Defizit, weil du dieses Bild vom Vater noch hast, dieser Druck macht, du musst etwas leisten, du bist vielleicht sogar bedroht, dann wird es dein Dienst ganz stark beeinflussen und die Leute werden spüren. Wenn du Hauskreisleiter bist, wenn du Pastor bist, wenn du Seelsorger bist und dieser Einfluss von deinem eigenen Vater ist noch da, du wirst sehen, du wirst viele Leute verletzen, ohne dass du es merkst. Und das sind öfters Verletzungen, die du selbst bekommen hast. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir eine Offenbarung vom Vater haben, eine Offenbarung. Vor vielen Jahren, ich war relativ frisch Pastor, war in Stuttgart an einer Konferenz, eine Pastorenkonferenz, und da war jemand eingeladen und er hat über das Thema gesprochen vom Vater. Und ich möchte sagen, war interessant, aber ich denke, ich habe die Chance gehabt, ich habe einen guten Vater, der war gläubig, der war gerecht, der hat sich Zeit für die Kinder genommen und ich bin heimgefahren, ich weiß noch, es war in Stuttgart, das war auf der B10 Richtung Heidelberg und im Auto sage ich noch, das ist ein tolles Thema, aber das brauche ich nicht. Ich habe einen guten Papa gehabt, nicht wie viele, die das nicht gehabt haben. Und ich weiß noch, um welche Straße, diese B10, wo es war, im Auto spricht der Heilige Geist ganz deutlich zu mir. Weil ich gesagt habe, ich brauche das nicht. Und dann hatte ich ein Bild von mir. Und ich erzähle euch über dieses Bild von einer Situation, wie 40 Jahre alt war. Ich war 10 Jahre alt, 11 Jahre alt. Und mein Papa war ein guter Vater, aber streng, weil er gläubig war. Und er sagte immer den Kindern, meinem Bruder, meine Schwester, in der Schule kannst du schlechte Note haben auf Deutsch, du kannst schlechte Mathematik haben, du kannst schlechte Note im Gesicht haben, aber im Benehmen musst du eins haben. Du bist ein Christ. Und ich war der Liebling von meinem Papa. Aber ich kann ehrlich sein, ich habe es nie gepackt. Bin halt ein wildes Kind gewesen, spontan. Und dann habe ich mein Zeugnis bekommen, ich war 10 Jahre alt, Benehmen 6. Und weißt du, was für mich so schlimm war? Jetzt muss ich nach Hause gehen und mein Papa wird so enttäuscht sein. Ich war meinem Papa so enttäuschen. Und es war für mich so schlimm. Und ich weiß noch, ich bin gelaufen, das sind so ungefähr guter Kilometer. Und ich wusste, ich kann nicht heimgehen. Ich kann nicht heimgehen. Ich kann das nicht machen. Und dann habe ich beschlossen, ich mache Selbstmord. Ich war 10 Jahre alt. Und ich habe da gewohnt, in einer großen Hauptstraße. Und ich bin da gestanden und gesagt, ich springe jetzt in den LKW rein, wenn ein Großer kommt. Und dann ist das Problem gelöst. Ich kann nicht nach Hause gehen. Und ich weiß noch, ich wartete da. Und dann kam so ein großer LKW gefahren, ziemlich schnell.
Und ich habe beschlossen, jetzt springe ich runter. Und ich wollte machen, und dann ist hinter mir steht ein Mann, und Schulter, und er schimpft und sagt, Junge, was machst du da? Und dann bin ich so erschrocken und habe mich nicht mehr getraut. Okay. 40 Jahre später, in Stuttgart, auf der Autobahn, auf der Hauptstraße in der Stadt, zeigt mir Gott die Situation. Und sagt mir, schau mal, aus Angst, dein Vater so enttäuschen, warst du bereit zu sterben. Das ist das Bild, wie du hast vom Vater. Und das beeinflusst dein Leben. Und dann bekam ich diese Offenbarung von Gott. Im Auto kam es rein. Ich weiß noch, ich bin stehen geblieben, war gerade so ein Platz, habe ich mich hingestellt und ich habe geheult mit allem, was ich gehabt habe, weil ich bekam diese Offenbarung, dass mein Gott ganz anders ist als mein Vater. Ich habe immer gedacht, ich habe das Glück so gut. Und es war ein guter Vater, aber es war nicht Gott. Und Gott ist besser und Gott ist größer. Amen. Und ich glaube, dass wenn wir keine Offenbarung vom Vater haben, sind wir gerettet. Wir sind Kinder Gottes, wir brennen für Jesus, wir haben Jesus lieb, aber wir sind geistliche Weise. Du bist errettet, bist ein Kind Gottes, aber geistlich, im Geist drin bist du ein Weiser, weil du die Offenbarung des Vaters nicht bekommen hast. Du hast Jesus als Erlöser, einer ist der Weg, aber irgendwo sind wir auf diesem Weg stecken geblieben. Ich glaube, dass viele Sachen in der Gemeinde Jesus nicht gut gelaufen sind und falsch gelaufen sind, weil wir diese Offenbarung vom Vater nicht bekommen haben. Und der Einfluss von unserem menschlichen Vater beeinflusst sehr viel unser Leben noch. Und ich habe diesen Glauben, dass Gott eine Sehnsucht hat, sich zu offenbaren, ganz persönlich, dir und mir oder du, wie zu Hause bist. Auf dem, ja, zu Hause kannst du die Offenbarung des Vaters bekommen. Ich glaube, es wird uns nichts mehr heilen. Und ich kann das sagen, ich habe in meinem Leben zwei Offenbarungen von Gott gehabt. Und einige waren, ich war in Mannheim am Samstagmittag. Und ich wollte für diese Stadt beten, wie immer, und so loslege, geistliche Kriegsführung und wo sind die Dämonen und alles Mögliche. Und dann spricht der Heilige Geist zu mir, Pierrot, der Vater wartet auf dich. Und ich sage, was soll ich vom Vater anfangen? Ich will beten jetzt. Und ich sage, na, geh vor. Und da gibt es so einen großen Platz, wo Wasserturm ist, für die wir Mannheim kennen. Und ich sage, geh vor. Und da ist ein Restaurant draußen. Und da wartet der Vater auf dich. Und ich gehe vor. Und tatsächlich auf diesem Platz ist ein Tisch, ein runder Tisch gestanden, ganz allein. Und ich habe mich hingesetzt. Und dann sagt der Vater, bestellt dran ein großes Stück Kuchen und einen Kaffee. Du denkst, das ist jetzt nicht sehr biblisch. Ich habe es bestellt und ich weiß noch, Gott hat mir gesprochen, der Vater sagt, Piero, warum bist du so gehetzt? Warum bist du so gehetzt? Ich möchte, dass du in meine Ruhe kommst. Ich möchte dich in meine Ruhe haben. Und ich kann sagen, ich saß da am Tisch und wow, etwas kam über mich so, dieses, ich muss nichts leisten, ich muss nichts machen. Dieser Vater ist da. Ein paar Monate später war ich in dieser Stadt zum Beten und ich hatte den Eindruck gehabt, dass der Heilige Geist sagt, geh nochmal an diesen Platz, wo der Vater begegnet hast. Und ich gehe nochmal bis in den Wasserturm an dieses Restaurant, Café oder und tatsächlich, da wo dieser runde Tisch gesessen ist, das war so im Dezember, war der Tisch weg. Und es waren drei große Kerzen, die gebrannt haben. Die sind dort gestanden, was ob wegen Advent oder was. Aber an diesem Tisch, wo ich war und ich stand dort, und ich muss sagen, ich spürte immer noch die Gegenwart von diesem Vater. Es war vor da. Vor ein paar Jahren später, oder vor gar nicht so lange her, vor 2-3 Jahren war ich in Israel. Und der Heilige Geist sprach zu mir, am 6 Uhr gehst du auf die Terrasse, aufs Hotel oben, das ist am 18. Stock, gehst du die Terrasse, du hast einen Termin. Ich gehe so kurz vor 6 hoch, und das war so die Sonnenterrasse, und da sind die Leute schon weggegangen, weil es auf die Sonne runtergegangen ist. Ich habe mich oben in den Stuhl gesetzt. Und dann spürte ich, wie etwas kommt, hinter mir. Und ich sage, der Heilige Geist, bist du's? Nein.
Jesus, bist du es? Nein. Engel, sind ich das? Nein. Da sagte der Heilige Geist, es ist der Vater, wie kommt. Und war plötzlich diese Gegenwart des Vaters da. Und dann hat er noch einen Satz zu mir gesagt. Und er hat meinen Dienst geprägt. Und er sagte, Piero, ich bin der Vater deines Geistes. Und ich wusste sofort, was das bedeutet. Wie Gott sagt, Piero, ich möchte deinen Geist haben. Ich möchte deinen Geist benutzen. Und dann ist es öfters ganz stark angefangen, wo ich manchmal im Geist irgendwo anders war, wo ich gereist bin mit dem Geist. Und hat auch die Zeit angefangen, wie öfters Leute mal gesagt haben, ich war krank im Bett und habe Schmerzen gehabt. Und plötzlich warst du in meinem Schlafzimmer und hast bei mich gebetet. Und ich bin sofort geheilt worden. Und ich habe gesagt, ich bin nicht da gewesen, ich weiß nichts davon. Und ich wusste, dass Gott sagt, ich möchte deinen Geist benutzen. Und ich habe etwas verstanden, Gott ist der Vater deines Geistes. Die meisten Christen haben noch nicht den Unterschied gemacht zwischen Seele und Geist. Du bist ein Geist, du bist ein geistliches Wesen und du hast eine Seele und du hast einen Verstand und du lebst in einem Körper drin. Aber du bist ein Geist, ein geistliches Wesen und du hast einen geistlichen Vater. Wenn du anfängst, Wunder zu erleben wollen, da musst du erleben, wie du vom Seelischen rauskommst in diese Ebene des Geistes drin. Gott ist der Vater deines Geistes und ich glaube, dass das so etwas wichtig ist. Hast du eine Sehnsucht, eine Offenbarung ganz persönlich zu bekommen vom Vater? Hast du eine Sehnsucht, dass du den Unterschied machen kannst? Sogar wenn du einen guten Vater gehabt hast, Gott ist ein perfekter Vater und da ist kein Leistungsdenken drin. Was so schön ist, wenn Gott ein Vater ist, dann weißt du, er macht alles für seine Kinder. Er macht alles. Du musst nicht viel leisten, er macht alles für seine Kinder. Und diese Frage ist, hast du Sehnsucht? Hast du Sehnsucht, dass Gott ganz viel für dich macht, dass du viel weniger machen musst. Dieses Leistungsdenken ist weg und du machst es aus Liebe zu ihm und er hat es im Voraus gemacht. Gott möchte die Werke, wie du machen sollst, schon im Voraus machen, im Geist machen. Er hat befohlen, seine Engel, dass sogar die Steine auf deinem Wege wegmacht. Das ist der Vater. Möchtest du in diese Ebene kommen, wie du keinen Leistungsdruck mehr hast, wenn ich jetzt vor jemandem bete und es passiert nichts? Kennt ihr das? Dann komme ich mir blöd vor. Nein. Weißt du, der Vater hat dich so lieb, dass es geschehen wird. Er wird es machen. Und ich glaube, wir müssen wieder auf diese Ebene kommen, dass wir entspannt sind. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir waren in Österreich auf der Freizeit. Einige von euch waren dabei. Und dann ist die Doro schwer krank geworden, musste ins Krankenhaus und es hat gar nicht gut ausgesehen. Und dann haben sie mitgenommen und das ist immer blöd, wenn du Freizeit hast und du hast über 130 Leute dabei und etwas passiert, dann kommt da jeder und möchte etwas sagen und wird das Thema Nummer eins sein und das ist nicht das unbedingt die beste Atmosphäre für eine Freizeit. Da kamen mehrere Leute zu mir und sagten, Piero, hast du mitbekommen? Ich sage, ja, ich habe es mitbekommen. Hast du schon gebetet? Weißt du, was ich gesagt habe? Nein. Da habe ich mich alle angeguckt, was, du hast nicht gebetet? Die ist im Krankenhaus, die kann sterben. Nein, ich habe nicht gebetet. Ich habe geharrt. Ah, was ist das? Ich bete so lange nicht, wie Gott mir sagt, ich soll nicht beten. Ich bete nicht, weil die anderen sagen. Ich mache es kurz, die Geschichte. Sie kam vom Krankenhaus zurück und ich wusste, jetzt wird jeder zu ihr gehen und jeder wird fragen, wie es ihr geht. Kannst du dir vorstellen, was in dir vorkommt? Wenn jeder kommt, du musst in jedem erklären, welche Spritze und was ist passiert, wenn du selbst nicht mehr weißt. Dann habe ich gesagt, Doro, weißt du was? Es ist ziemlich flach gewesen, dass du keine Antwort musst geben. Heute Abend leitest du den Lobpreis. Dann hat sie mich so angeguckt und hat zum Abend Lobpreis gemacht und hat kein Mensch mehr gefragt, wie es ihr geht.
Wir müssen Leute, weißt du, dieses, die Leute, die ganze Zeit beten und Jesus hilft mir und Jesus macht das und jenes das und Jesus. Und wenn sie dann die Bilanz machen am Ende vom Jahr, ist nicht viel Positives übrig geblieben. Lerne doch, in die Ruhe des Vaters zu empfangen. Jesus hat alles, was ich mache, da hat mir der Vater gezeigt. Gib dir ein Beispiel davon. Jesus hat einen Freund gehabt, der hat er sehr geliebt, und seine zwei Schwestern, Lazarus. Lazarus ist schwer krank, sterbenskrank. Die Schwester liegt der Botschafter. Dein Freund Lazarus, den du lieb hast, ist so schwer krank. Und die Jünger sagt, Jesus ist krank. Und sagte sie, du musst schnell zurückgehen. Er sagt, nein, das mache ich nicht. Er lässt ihn sterben. Verstehst du? Warum lässt er ihn sterben? Dass Jesus verherrlicht wird. Was so schön ist in der Geschichte drin, viele, viele Menschen kamen zum Glauben, weil sie Lazarus gesehen haben. Stimmt das? Wenn er ihn geheilt hätte, wären nicht so viele Leute zum Glauben gekommen. Und Jesus wäre nicht, ganz Jerusalem hat es mitbekommen, dass jemand, wie 4 Tage tot war, ist auferweckt. Das ist Jesus. Er hat nichts gemacht, wenn sein Vater es ihm nicht gezeigt hat. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir Christen so hyperaktive Menschen werden. Auch im Gebet. Ich habe manchmal schon gemerkt, wenn dann Heilungsgottesdienst ist und dann ruft man ein paar Leute vor, um zu beten, dann legen die los. Du kannst sie gar nicht unterbrechen. Alles, was sie gelernt haben im Seminar, muss sie jetzt rausbeten, runter. Ich habe seltenste Leute gesehen, die da vorne gestanden sind, gebetet haben, wie sie Hände draufgelegt haben, sagen, Vater, was ist los? Was ist los? Ist es okay? Berühr sie. Amen. Es langt doch. Und warum sind wir so getrieben als Christen? Warum müssen wir überall hingehen, alles machen? Auf jede Konferenz, auf jedes Seminar, warum müssen wir das machen? Weil wir getrieben sind. Ich liebe es, wenn Leute kommen und sie sagen ganz genau, mein Gott, mein Vater hat gesagt, ich soll kommen. Er hat mich hingeschickt. Das ist der Grund, warum ich da bin. Weißt du, die Leute sind viel gelassener. Die haben keine Erwartung, dass jetzt der Pastor sie einlädt zum Grillen, dass er sich um die bekümmert. Nein. Sie sind gelassen, weil sie diese vom Geist Gottes geführt werden. Glaubst du, dass du ein geistliches Wesen bist? Kannst du dich manchmal trennen innerlich, dich trennen von diesem getriebenen, seelischen Fleischpaket? Weißt du, ich muss mich auch trennen. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, diesen Schritt zu machen. Ich bin ein geistliches Wesen und ich gehe zu meinem Vater im Himmel drin. Oder ich bin so der Getriebenere, in meinem, was ich alles machen muss. Und ich möchte nicht getrieben sein. Es ist so ein furchtbares Gefühl, getrieben zu sein. Wisst ihr, von was ich rede? Dass wir christlich getrieben sind. Und diese mehr Zeit noch verbringen mit diesem Gott, der Vater meines Geistes. Er möchte mehr meinen Geist benutzen können, aber er kann ihn nicht benutzen, wenn ich getrieben bin. Und öfter sind wir getrieben, wir sind Getriebene, weil wir diese Offenbarung vom Vater nicht bekommen haben, von diesem Vater. Ich möchte heute Abend gar nicht so viel darüber reden. Vielleicht haben viele von euch schon so Predigt gehört, aber ich vertraue, dass heute Abend der Heilige Geist kommt. Und einige Offenbarungen gibt, ganz neu, wer der Vater ist, dein Vater, dass dein Geist eine Offenbarung bekommt, nicht deine Seele, sondern deine Geist eine Offenbarung bekommt von diesem Vater, der dich lieb hat und der wie gut ist. Ich glaube, wir müssen heute Abend keine Seelsorge machen, und alle negative Erfahrungen von deinem eigenen Vater rausholen. Das sind Sachen von deiner Seele. Ich möchte heute Abend diese Ebene des Geistes sein. Von Gott ist der Vater von geistlichen Wesen. Und du bist ein geistliches Wesen. Du hast dich vielleicht viel bekümmert
um deine Seele, um zu verstehen und viele Sachen, um dein Fleisch. Aber heute Abend möchte ich, dass in deinem Geist etwas kommt. Dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, du bist ein geistliches Wesen. Und du hast einen Vater, wie im Geist angebetet will werden. Gott ist der Vater deines Geistes. Und er möchte dir eine Offenbarung geben, wer er ist für dich. Und er möchte dich behandeln wie ein gutes Kind. Die meisten Gottesdienste, die meisten Predigten ist für die Seele vom Mensch. Für die Gefühle, dass man sich gut fühlt. Ich möchte so gern, dass der Heilige Geist heute Abend kommt und dein Geist berührt. Dass du eine Offenbarung hast. Nicht für deine Gefühle, sondern für deinen Geist. Und wenn der Geist, dein Geist mit Gott sich eins macht, dann wird dich Gott für ganz starke Sachen gebrauchen. Du wirst Wunder sehen. Wunder, wie er im Voraus im Himmel schon vorbereitet hat für dich. Hast du Sehnsucht, in deinem Geist tief drin zu sehen, dass Krebs weggeht, wenn du die Hände auflegst, dass blinde Augen aufgehen, weil dieser Gott, dein Vater, durch deinen Geist wirkt. Der seelische Druck kann alles so kaputt machen. Es wird kommen. Ich sehe gerade in dem Raum, wie einige Leute plötzlich dein Geist angedockt wird. Wo vielleicht dein Geist so lange geschlafen hat, hat geruht. Und dieser Leistungsdruck von deiner Seele hat dich kaputt gemacht. Aber tief in dir drin weißt du, es ist deine Berufung. Zu sehen, was der Vater schon für dich gemacht hat. Und darin zu leben. Darin zu wirken. Die gute Werke tun, die gute Heilung vollbringen, wie Gott im Voraus für dich vorbereitet hat. Wow. Kommt gerade. Dieser Vater wie keine Leistung. Dieser Vater wieder keine Leistung verlangt. Das verlangt er nur, dass du das machst, was er dir zeigt. Ich weiß nicht, ist Salbung wie gar nicht öfter so kommt, aber ich sehe gerade, wie etwas dein Geist berührt. Wo du plötzlich verstehst, dieser Vater im Himmel ist dein Vater von deinem Geist. Und er möchte deinen Geist gebrauchen. Er möchte, dass du wegkommst von jedem Leistungsdenken, von jedem Gefühle, dass du es nur machst. Dass du es machst, dass du gehst. Dass du wie Jesus bist. Er ist bereit gewesen, sein bester Freund sterben zu lassen. 4 Tage. Der Schmerz von seinen Schwestern hat er empfunden. Es steht sogar geschrieben, dass sein Geist betrübt war, wie er es gesehen hat. Aber war gehorsam. Und dann hat Gott dieses große Wunder getan. 4 Tage tot. Und er kommt zum Leben. Weißt du warum? Atme es ein. Wenn du spürst, wenn du gerade im Geist spürst, dass Gott dir Offenbarung will geben von ihm selbst. Komm nach vorne. Wenn du allein bist, bist du allein. Komm nicht, um gesegnet zu sein.
sondern komm, wenn du jetzt weißt. Gott möchte sich offenbaren. Er möchte sich offenbaren. Er möchte sich offenbaren. Der Schmerz, weise gewesen zu sein, jahrelang an christlicher Weise gewesen sein, der muss weggehen. Und weißt du, wo manchmal unser Geist die Offenbarung des Vaters nicht hat, dann ist ein Vakuum. Und da kann manchmal auch Hexerei und andere Sachen reinkommen in dein Geist. Hexerei probiert manchmal, Christen anzudocken, indem ich durch Gefühle. Und Gott sagt, ich bin eifersüchtig über deinen Geist. Ich möchte der Vater sein. Ich möchte deinen Geist haben. Und wenn Gott diese Offenbarung gibt, ich kann das sagen, du brauchst nicht unbedingt Befreiungsdienst. Geht es öfters weg. Wenn der Vater die Offenbarung kommt und das Licht kommt, gehen viele geistliche Kakerlake weg von dir. Sie gehen weg. Sie gehen jetzt weg. Gott sagt, wenn du meine Vaterschaft hast, wirst du eine ganz starke Mutter sein im Geist. Wow. Es ist deine Berufung, eine geistliche Mutter zu sein für viele. Aber Gott sagt, ich werde mich dir offenbaren vorher. Und es wird alles ganz natürlich sein. Empfange gerade jetzt. Ich sehe, wie vor Jahren schon hat dämonische Mächte deinen Geist haben wollen. Ich sehe, wie Hexerei geopfert haben, für deinen Geist zu kontrollieren. Und dieser eifersüchtige Gott hat gesagt, nicht. Dein Geist gehört mir. Und da wird so stark sein, dass das geistliche Mutter von dir fließen wird. Und dass es nicht gemacht ist, sondern Gott wird es machen. Danke, Herr, dass heute Abend Offenbarung bekommen, dass sie da sind. Dass sie da sind. Empfang gerade das, da wo der Feind mit Ablehnung dich töten wollte. Dass es weggeht von dir. Dein Vater im Himmel hat nie einen Gedanke der Ablehnung gehabt gegen dich, nie. Und er wird es nie haben. Und dieser Tod muss weggehen von dir. Dieser Tod, wo du nicht mehr leben wolltest. Danke, Herr, dass du seinen Geist besitzen wirst, jetzt. Und der Tod geht weg. Und der Tod geht jetzt weg. Und er geht jetzt weg. Ganz weg. Ganz weg jetzt. Danke, Herr, dass heute Abend hier Offenbarungen stattfinden werden. Dass Offenbarungen stattfinden werden. Dass sie Offenbarungen abbekommen, was in ihrem Leben so schief gelaufen ist manchmal. Gott sagt, ich werde es wieder in Ordnung bringen. Ganz neu. Ich werde wie alles ganz frisch programmiere wieder, wie dein Vater denkt im Himmel. Er wird es fühlen. Ich sehe sogar die Nacht in den Träumen, wirst du Offenbarung vom Vater bekommen, der wie du nie richtig gehabt hast. Es wird kommen. Danke, Herr, dass du heute Abend ja die Offenbarung gibst, dass die andere Väter rufen können, Herr. Jetzt. Empfang gerade. Dass du sogar vergessen kannst, diese Zeit, wo dich am liebsten geschämt hättest, wo Gott sagt, ich habe mich nie geschämt. Du warst schon immer programmiert, um mein Sohn zu sein. Empfange gerade. Heute Abend, was Gott aus deinem Geist noch vorhat. Du wirst auf ganz andere Ebene kommen. Ich sehe, wie das prophetische Gebet ganz stark wird kommen. Nicht, weil du in einer tollen Gemeinde bist, sondern weil du einen Vater im Himmel hast.
wie dich kennt. Sieh. Loslassen, sagt der Herr. Ganz loslassen. Die alte Verletzung darf dich nicht beeinflussen, sondern dieser Gott, der Vater, was er noch vorhat, aus deinem Leben soll dich beeinflussen. Ich weiß nicht, sehe dich mit einem Bus fahren und du guckst auf die Straße und gleichzeitig guckst in den Himmel und Gott wird das Sarah zeigen, wird der Offenbarung geben. Das ist der Geist der Offenbarung. Danke, Herr, dass du heute Abend uns gibst nicht die Offenbarung, sondern die Offenbarung weiterzugeben. Ein Vater zu sein für Generationen. Danke, dass dieser Schmerz weggeht von ihr. Er geht weg. Dein Vater im Himmel will nicht, dass du Schmerz hast. Dass deine Seele wehtut, dass du einsam bist, will er nicht. Er will es nicht. Er will dich ganz, ganz, ganz nah haben. Ganz, ganz nah haben. Wir machen es heute Abend so, für die, die ich gebetet haben und, euch etwas und du hast es empfangen, geht doch zu jemand und betet es weiter. Der Vater möchte es machen. Möchte es machen. Weißt du, wenn der Vater die Offenbarung gibt, dann wirst du Offenbarung von Engeln bekommen. Du wirst sie verstehen. Du wirst die unsichtbare Welt sehen können. Das soll dich mehr interessieren als alles andere. Dieser Vater im Himmel, wie dein Vater ist. Zu kennen. Danke, Herr, dass heute Abend. Ich sehe noch etwas in deinem Herz, wie ein Schmerz auflöst, wenn du an deinen Vater denkst. Etwas tut weh drin. Ich habe dann nur, dass Gott sagt, ich werde besser sein als ein Mann. Ich werde dann gemalt sein. Du wirst mich kennenlernen wieder. Ich werde dich in die Ruhe bringen. Und du wirst in Räume gehen, wie plötzlich der ganze Raum die Ruhe Gottes da ist. Und ich sehe, wie Leute in deiner Gegenwart gern sein werden. Es ist nichts anderes, als sie den Vater spüren werden. Du wirst ihn ausstrahlen. Danke, Herr, dass du es jetzt machst. Danke, Herr, dass sie keinen Mangel wird haben. Und dass die Einsamkeit mehr und mehr Liebe wird. Weil da wirst du die Offenbarung vom Vater bekommen und du kannst sie viele Menschen weitergeben. Wenn du vom lieben Gott redest, werden die Leute merken, dass es so wie ein Licht angeht in ihnen drin. Weil du den Vater kennen wirst, wie der ist. Ja, für die, wie ich gebetet habe, dürft anfangen, so weiter zu beten.
Beruhigt sich alle
Dein Volk sich sammeln, denn
seine, seh seine Gemeinde, die ihn in der Welt bezeugt und für ihn lebt, ich seh eine deinen heiligen Namen.
Himmlischer Vater, wir beten an. Himmlischer Vater, wir beten dich an. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Himmlischer Vater, ich will
Und erfülle mich.
mich durch deine Gnade, Herr, vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Nähe. Ich such dich, ich brauch dich. Ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Ich liebe deine Nähe. Geige Geist, Heilige Geist, Heilige Geist, Vater. Du, mein Vater, du, mein Vater, oh, mein Vater, du bist mein Vater, der Vater meines Geistes, der Vater meines Geistes. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Vater, ich lieb dich, Papa, ich lieb dich, Papa, ich lieb dich, Papa, ich lieb dich, Papa.
Wir sagen Tschüss aus Heidelberg. Morgen geht's hier weiter. Ganz starken Heilungsbotschaften und mit praktischem Heilen. Morgen den ganzen Tag lang. Wir werden zur Verfügung stehen für das, was der Herr machen möchte. Amen, Amen, Amen. Amen.